Lieben, euer München ist wieder zurück zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir drehen heute ein Instagram-Pärchenbilder-Nachstellen-Video, wenn man das so sagen kann. Ja, ich glaube schon. Ich quatsche dieses Mal gar nicht lange rum, denn das erste Bild, was wir nachstellen werden, wird draußen sein. Und da es schon relativ dunkel ist und ich das ganze Licht nicht noch verlieren möchte, machen wir jetzt direkt das erste Bild. Wenn euch das ganze Videoformat gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und folgt mir auf Instagram. Das blende ich hier euch einmal ein. Da werden wahrscheinlich einige Bilder, die wir hier heute machen werden, online kommen. Das erste Bild, was wir uns rausgesucht haben, ist so unfassbar süß, denn es zeigt ein älteres Pärchen. Und zwar das Foto hier. Und das finde ich einfach so unfassbar süß, deswegen versuchen wir das jetzt mal nachzustellen. Oh, die Kamera ist echt schwer. Also, mein netter Freund eilt mir natürlich zur Hilfe und wir versuchen das jetzt einfach einmal, also ich stehe hier vorne drauf. Du musst lockerer, Moment. Ja, so. Oh mein Gott, okay. Mal, sie ist halt kleiner als ich, sie beugt sich so richtig. Mach dich eher größer. So, ja wie denn? Nicht so den Hintern rausmachen. Sie hängt, warte, ja, so. Beine, oh mein Gott, sie hängt mit dem Jetzt Beinen. Nach okay. oben, nach oben mit dem Oberkörper. Ja, das geht. Ich drück dich nach vorne, ja so, genau so. Ah, das geht. Jetzt lachen. Meine Schuhe, warte. Lachen. Oh, okay, ich denke mal, da war eins dabei. Wir machen jetzt einen Screenshot. Das sah safe nicht so süß aus wie bei denen. Okay, also ich glaube, das sah noch lange nicht so süß aus bei uns wie bei den Zweien. Aber wir haben insgesamt 5 Bilder und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welches davon euch am besten gefallen hat und zu jedem Bild eine Bewertung, wie gut wir es nachgestellt haben. Kommen wir zum nächsten Bild, was ich mir ausgesucht habe. Und das ist ein super witziges Foto, wie ich finde. Das wäre einmal das hier. Und ich hoffe, dass wir das auch so witzig hinbekommen, deswegen versuchen wir es jetzt einmal. So, Schatz, weiter rechts. Rechts, weiter. Nee, du sitzt auch um mein Bein, oder? Ja, sag das schon, wie es geht. Weiter rechts. Ja, perfekt. So, okay, so ist gut. Ich komme jetzt erstmal hier. Warte. So, du ziehst erstmal deine Mütze auf. Wir haben natürlich nicht so ein wunderschönes Meer im Hintergrund, aber das denkt ihr euch jetzt einfach einmal dahin. So, du machst jetzt quasi deine Beine so und die Hand hier so, ne? Und dann so richtig so, du guckst so richtig so, so ist schon richtig gut. So, ich muss mich hier auf jeden Fall, warte, mein linkes Bein muss hier rein. Mhm. Ist das jetzt, ne, das ist schon hier, ne, du musst die schon so übereinander. Nee, doch. Ja, so, mein Bein hängt, ich glaube, das sieht gut aus und du musst so richtig genervt noch so da gucken, ne? Okay, warte. Ja, dann ist so. Hast du genervt geguckt? Er hat richtig genervt. Sehr gut. Okay, ich bin gespannt, wie das aussieht. Yay! Ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen. Aber schreibt hier auf jeden Fall auch eine Bewertung in die Kommentare. Und zwar könnt ihr euch Sterne von 1 ist ganz schlecht bis 5 ist ganz gut ausdenken. So, kommen wir zum nächsten Bild und anhand des guten Lichtes kann man sehen, dass wir wieder zu Hause angekommen sind. Das nächste Bild ist ein sehr schönes Bild, wie ich finde, und ich glaube, dass wir das nicht so gut hinbekommen. Schon alleine aus dem Grund, dass wir anstatt dem Muffin, den die zwei hier in der Hand haben, ich zeige euch das Bild einmal. Und anstatt diesem wunderschönen Muffin haben wir leider kein Muffin gefunden, sondern ein Burgerbrötchen. Aber wir geben jetzt mal unser Bestes. Also Schatzi, komm ins Bild. Hallo. Okay, also. So, ich muss von oben kommen. Du musst ein bisschen... Ja? Oh nee, das hat glaube ich nicht mal ein Burgerbrötchen. Okay, warte, Moment. So. Okay. Also du hast das nicht ganz im Mund. Du tust nur so. So und nicht jetzt. Okay. Ich denke, da war eins bei. Ich glaube. Denke nicht. Was soll ich sagen? Ich kann dir jetzt nicht sagen. War einfach nur hässlich. Quatsch, nein. Rest in peace, Brötchen. Wir haben dich gemocht. Also ich glaube, das war auf jeden Fall nicht das beste Bild, was wir hier heute gemacht haben. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem gnädig mit uns und lasst was Liebes in den Kommentaren da und gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben für die ganzen bescheuerten Sachen, die wir immer machen. Für das nächste Bild brauchen wir auf jeden Fall viel sportliches Talent und ich auf jeden Fall viel Körperspannung. Das sieht so aus. Wir haben sogar eine Utensilie, um das Bild perfekt nachzustellen. Und zwar die Decke, wo die zwei drauf liegen. Leider ist unsere lila und die von dem blau, aber
Dann sehen wir mal drüber hinweg. Okay, du musst dich so hinlegen, dass du mit dem Kopf auf jeden Fall an dem Ende bist. Die haben auf jeden Fall auch Kissen da, die können wir auch da drauf tun. Das sind zwar nicht dieselben, aber so. Okay, also du musst, oh, du bist viel zu groß dafür. Du musst die Beine gleich hoch machen. Guck mal, ich werde so hart überfallen, weil deine Beine, du bist zu groß, glaube ich. Ja, perfekt. Guck mal, und ich muss jetzt quasi so, weißt du, deine Füße müssen so an meinem Hintern sein und du musst mich gut halten auf jeden Fall. Wow, okay, das heißt, du musst auf jeden Fall rückwärts, ne? Ja. Okay. Boah. Versuch auf jeden Fall. Wow. Hey, das ist voll, wow, das ist voll gut, das ist glaube ich richtig gut. Okay. Ich muss dich hier machen. Nein, deine Haare, deine Haare. Okay. Kopf in den Nacken. Die küssen dich nicht. Doch, die küssen dich. Stopp. Nein, das zählt nicht. Noch ein Versuch. Ich muss die Beine durchstrecken, dann kann ich es besser. Die küssen sich echt, aber dann bin ich zu hoch. Egal. Oh mein Gott. Oh, du hast auf jeden Fall richtig... Nee, so ist schon... Oh mein Gott. Aua. Ich hab dich. Okay. Oh mein Gott. Okay, ich hab dich. Ich komm nicht runter. Stopp, du musst meine Beine festhalten. Nein. Doch. Bitte nicht. Ich hab dich hier. Bitte nicht. Ich hab dich. Machen? Hä? Ja, mach dir das mal. Willst du? Ja, komm. Komm, mach dir das mal. So, jetzt ist einmal der Nils mit meinem Schatzi dran. Guck, die das besser hinkriegen. Natürlich ohne Küssen. Du bist einfach noch mal 30 Kilo schwerer. Komm zurück, Selfie, ihr werdet vom Bett fliegen. Oh Gott, bist du schwer! Oh, nein, du bist zu schwer. Das sieht so ästhetisch aus. Nochmal. Nein. Ich bin ja noch schwerer als du. Das sieht richtig ästhetisch aus, Jungs. Ja, also wenn ich das so sehe, Schatz, haben wir das eigentlich richtig gut gemacht, ne? Oh mein Gott! Ah! Schatz, alles gut? Ich glaube, mein Fuß ist verstaucht. Ich habe den Fuß gebrochen. Hast du gespürt? Ja, ich glaube, er ist gebrochen. Ist er gebrochen? Beim Video dreht der Fuß gebrochen. Okay, dann ich mach mal kurz die Kamera aus und kümmere mich mal kurz um ihn. Kommen wir zum nächsten und auch zum letzten Bild. Und das sieht, glaube ich, ganz simpel aus. Aber wir wollen uns natürlich nicht selbst überschätzen. Deswegen versuchen wir es jetzt einfach mal und kommen zum letzten Foto. Das ist das genannte Foto. Und das versuchen wir jetzt nachzustellen. So, also du stehst quasi... Nee, du musst ein Stück näher ran. Ja. So, das bei... Ja, genau. Ich sitze so... Mach die Haare nicht so, klatsch die nicht so dran. Geh einfach mal so ganz locker so von oben nach unten. Vielleicht machen wir die mal rein, ja? Mhm. So, warte. Kann man mir jetzt vorne in den Ausschnitt gucken? So. Die ganze Zeit? Nein, Mann, du machst deinen Kopf da runter. Okay. So, und jetzt quasi küssen. Ja? Mhm. Schon mit allen Bildern durch. Ich blende euch die jetzt hier nochmal alle bearbeitet auf jeden Fall ein. Und jetzt könnt ihr nochmal alle vergleichen und euren Favoriten auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe auf jeden Fall auch schon einen Favoriten im Kopf, aber das werde ich euch noch nicht verraten. Das werde ich dann irgendwann auch mal in die Kommentare schreiben. Ihr könnt ja gucken, ob ihr meinen Kommentar findet und ob euer Favorit genau derselbe ist wie meiner. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das hier gerne kostenlos tun. Da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und wenn ihr schon dabei seid zu abonnieren, könnt ihr auch super gerne die Glocke aktivieren, mir auf Instagram folgen und vergesst auf jeden Fall nicht in die Kommentare zu schreiben Hashtag Teil 2, würde ich mal sagen. Dann drehen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch ganz so lieb. Tschüss! So, oh Gott, nee. Dann konnte ich das Wort gnädig nicht aussprechen. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem gnädig mit uns und bewertet es. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem gnädig mit uns.
Das war gut. Gnädig? Ja, das war gut. Gnädig erzählen wir Genetik auf Kölsch. Gnädig. Gnädig. Okay. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem gnädig mit uns und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für die ganzen bescheuerten Sachen, die wir immer machen. Gnädig. Hab ich wieder falsch gesagt? Ja, aber... Jetzt mach ich's gut. Warum sagst du nicht direkt mal? Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem gnädig mit uns.